In Hamburg wird am Abend der Deutsche Radiopreis verliehen. 120 Sender haben sich für die von öffentlich-rechtlichem und privatem Rundfunk ins Leben gerufene Auszeichnung beworben. Es ist die große Leistungsschau des deutschen Radios und die ist garniert mit ganz vielen Stars, mit ganz vielen Prominenten, mit ganz viel Aufregung. Und wir sind sicher, es wird ein toller Abend, auch für die Hörer und für die Zuschauer. Dass die Deutschen mehr als 4 Stunden täglich ihrem Lieblingstagesbegleiter folgen, das ehrt uns, aber spornt uns natürlich auch an. Die Gala soll dazu beitragen, dass die Leistungen des Radios auf dem Niveau bleiben. Aber glauben Sie denn, Radio ist immer noch modern? Absolut. Wenn dein Lied im Radio gespielt wird, dann hast du einen Hit. Das hat sich nicht geändert. Wenn ein Auto vorbeifährt und da läuft Cello. Das muss ja wohl geil sein, oder? Das ist total abgefahren. Barbara Schöneberger! Und sie sieht einfach umwerfend aus, auch in der XXL-Ausgabe mit Babybauch. Mit Dolly Parton Gedächtnisfrisur, wenn ich das sagen darf. Für mich persönlich, ich sag's direkt, geht ein Traum in Erfüllung. Ich treffe heute Abend hier auf der Bühne einen Mann, der für mich das Sexsymbol des 20. und 21. Jahrhunderts ist. Let me entertain you war immer sein Motto und er wird heute Abend hier auf der Bühne stehen. Frank Elstner ist bei uns. Robbie Williams! Mama. How are you doing? I'm fine. Hello, everybody. Die Milch schießt ein. Robbie. You've supported me through a lot of crap records. And now I've got a good one. So it's nice to be here. The winner is Detector FM, Christian Baller and Marcus Engert. Come on, guys. Der Deutsche Radiopreis für die beste Morgensendung geht an NDR 2. Ilka Petersen und Holger Pohnik. Pohnik und Petersen, der NDR 2 Morgen. Der Deutsche Radiopreis für das beste Nachrichtenformat geht an RPR 1. Der Tag in Rheinland-Pfalz mit Jens Baumgart und Patrick Buchmüller. Kann mal jemand jetzt ein Foto von mir machen, wie ich hier sitze, total ungezwungen neben Robbie Williams und mir das dann später schicken? Ja, nochmal. Look, please look. It's my. Okay. Okay, perfekt. So. Okay, thank you. So wie wir waren, so wie wir, so will ich sein. Unsere Wünsche sind noch. Er ist 92 Jahre alt und hat gesagt, zum Deutschen Radiopreis komme ich gerne. Und das ist uns eine große Ehre, dass das wirklich so ist. Ja, nun, setzt euch mal wieder hin, meine Güte. Ich habe zum ersten Mal vor 87 Jahren heimlich Radio gehört. Und erst heute Abend habe ich gelernt, was Radio ist. I sing around my own tune and I write my own words out. Don't need another wordsmith to make my tune sell. Call yourself a single writer, you're just bluffing. Names on the credits and you didn't write nothing. Der Deutsche Radiopreis für die beste Moderatorin geht an Landeswelle Thüringen, der Landeswelle Frühstücksclub mit Sina Peschke. Der Deutsche Radiopreis für den besten Moderator geht an HR1, Reinkam Samstag mit Werner Reinke. Er ist ein Urgestein des deutschen Radios und er hat alles, was wir mit einem Radiomoderator verbinden. Tolle Stimme, Musikkompetenz und eine fesselnde Art zu erzählen. Das Radiogesicht, das fehlt ihm allerdings. Also,
Ich bedanke mich für diesen wunderbaren Applaus, aber ich glaube, Sie müssen jetzt einmal alles geben für diese wunderbare Moderatorin. Ja, der Sonderpreis des Beirates an Udo Lindenberg. Cello. Done.